Moin Leute, hier ist Jan von Blue Revent. Ich habe eine neue Fähigkeit. Ich bin Jan 2.0. Ich kann endlich Nein sagen. Okay, ich gebe zu, ich kann das schon ein bisschen länger. Aber ich musste mir das wirklich antrainieren. Und das geht. Google das einmal, 100.000 Seiten mit Tipps, wie man besser Nein sagen lernt. Und was ich gelernt habe, was das Wichtigste ist, ist ehrlich sein. Man kann sich eine Menge Ausreden einfallen lassen. Aber das kann ganz schön nach hinten losgehen. Hey, hast du Lust, heute mit mir Mathe zu lernen? Nee, ich kann nicht. Ich muss ins Kino. Ah, cool, dann komm ich mit. Und darum ist es eigentlich auch am einfachsten, einfach Nein zu sagen. Der andere hat das Recht zu fragen, du hast das Recht, Nein zu sagen. Ich finde, man muss das auch nicht immer begründen. Man kann auch einfach manchmal Nein sagen. Ich gebe zu, das kostet auch ein bisschen Mut. Man hat Angst, doof rüberzukommen und so weiter. Aber am Ende ist es doch meistens der beste Weg. Und darum üben wir das jetzt einfach mal. Ich stelle eine Frage, du antwortest. Möchtest du einen Schluck Benzin trinken? Darf ich dir mit diesem Schlüssel mal ins Auge pieken? Na gut, ich habe so viel Kram im Auto. Okay, das war ein bisschen sehr einseitig, weil das ist auch nicht so schwer, darauf Nein zu sagen. Wie ist es denn bei anderen Sachen? Da kommt jemand und fragt, hey, kannst du meinen Post liken? Aber eigentlich findest du den voll scheiße. Da kommt jemand und sagt, hier, trink doch auch mal einen Schluck von meiner Mische. Aber du willst gar nicht trinken. Installier doch auch mal diese App. Die haben wir alle auch. Aber du willst sowas gar nicht machen. Das Problem bei diesen Sachen gerade eben ist, dass es um Gruppenzugehörigkeit geht. Und wir haben alle ein wahnsinniges Bedürfnis, dazu zu gehören. Und da ist ein Nein manchmal ein bisschen problematisches Wörtchen. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen keinem vor den Kopf stoßen, aber wir wollen irgendwie auch dazugehören. Und im Endeffekt hat man doch nur Angst davor, alleine dazustehen. Und warum ist dieses Gefühl so unglaublich unangenehm? Weil wir so ein großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Und wenn wir extrem nicht dazugehören, ist das Gefühl eben extrem unangenehm. Was man aber manchmal vergisst, ist, dass wenn ich Nein zu etwas sage, ich gleichzeitig zu was anderem Ja sage. In diesem Fall zum Beispiel zu meinen eigenen Bedürfnissen, zu meinen Werten, zu meiner Meinung. Und wenn ich Ja zu mir und zu meiner Meinung und so sage, dann bin ich mit mir selber im Reinen. Und das ist eigentlich auch ganz schön gut. Okay, ich gebe ja zu. Manchmal ist es wirklich schwierig, Nein zu sagen. Aber man kann das üben. Das nächste Mal, wenn man dir was anbietet, was du nicht haben willst, dann sag einfach Nein. Sei dein eigener Boss. Das ist auf jeden Fall das, was ich zum Nein sagen gelernt habe. Es geht darum, selber zu bestimmen. Nein, weil du es dir wert bist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet einfach auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich hier hinten in meinem dreckigen Auto sitze. Und bis zum nächsten Mal. Bis Danny.